Hallo und herzlich willkommen zur Folge Das Gaskocher Notfallset. Ja, was haben wir vor? Ich habe ein bisschen was bei Decathlon eingekauft. Und zwar, ja, Gaskartuschen, Töpfe und. Das Ganze werde ich jetzt vorstellen. Wir werden auch ein bisschen was kochen, nämlich Pasta Carbonara. Und das Ganze auch erproben. Denn sollte draußen dann auch irgendwann mal das Gas leer gehen oder irgendwas vorfallen, wo wir dann, ja, doch nochmal anderweitig kochen müssen oder vielleicht sogar Hitze erzeugen müssen, wer weiß, dann nutzen wir den Gaskocher, beziehungsweise wollen wir dann auch erproben, inwieweit sich die Pfanne und Topf bewähren auf ja, das Dauerkochen, also nicht nur im Notfall, denn ja, das spart dann auch ein bisschen Platz, weil alles nicht so groß ist und natürlich auch ein bisschen, ja, am Gewicht. Genauso wie das Plastikgeschirr und Plastikbesteck, auch das erproben wir, wäre aber theoretisch nur für den Notfall. Ob es sich das bewährt, ne, auch da soll jeder selber entscheiden, ob er herkömmliches Besteck nimmt oder Plastik. Wir nehmen beides dann mit auf die Reise. Beides wird dann später auch mit eingewogen, sodass wir dann ja rundum sorglos und ja, einen Plan B draußen in der Natur haben. So, los geht's mit der Folge. Viel Spaß. Sodele, dann werden wir gleich mal den Kocher in Betrieb nehmen. Wichtig dabei ist, entweder im Freien benutzen oder das Fenster auf Kipp. Das heißt, den Raum gut belüften. Und wir werden gleich ein Rennen machen. 1,5 Liter Wasserkocher gegen unseren Campingkocher.2900 Watt. Der Wasserkocher hat 2000 bis 2400 Watt. Wichtig ist die Schnelligkeit. Wann kocht das Wasser? Wir gucken. Lassen uns überraschen. Sodele, 1,5 Liter. Natürlich für den Kochtopf. Und eben auftanken. Und natürlich 1,5, wollen ja nicht mogeln. So, 1,5 zu 1,5. Bauen wir noch eben kurz die Gaskartusche zusammen. Hier ist auch alles drauf erklärt. Dann heißt ganz normal die Kappe hier ab und dann draufschrauben. Clip, Kappe ab. Dann holen wir jetzt eben noch unseren Kocher raus, der ist ja schön in so einem Schutzcase verpackt. Zack, da sind auch noch mal die Warnhinweise drauf. Wie gesagt, den Raum gut belüften. Das heißt, flitze noch eben zum Fenster und belüfte den Raum adäquat. So. Dann brauchen wir noch so, dann wird das Ganze einfach nur hier drauf geschraubt. Na, feste kommt ab. So, und dann haben wir sozusagen, also Feuerzeug brauchen wir in der Summe nicht, denn wir haben ja hier einen Elektrostarter. Das heißt, wir machen eben noch das Kochfeld
Und zack. Dann hören wir es schon zwischen. Und der Brenner ist schon an. So. Richte mir das Ganze noch ein bisschen aus. Zack, der Brenner ist am Start. So, Kochtopf drauf. So, jetzt müssen wir ein bisschen synchron arbeiten. Beziehungsweise versuchen, alles parallel laufen zu lassen. Hier geben wir Vollgas. Hier geben wir Gas. Und natürlich auf der Stoppuhr geben wir auch Gas. Und damit auch alles seine Richtigkeit hat, natürlich den Deckel drauf. So, dann gucken wir mal. Wasserkocher fertig. Gaskocher machen wir auch aus. Und da seht ihr schon, ist ja auch automatisch ausgegangen. Ja, richtig am Kochen noch nicht. Das heißt, wir gucken jetzt. Zeit ist auch gestoppt. Sind wir jetzt dann bei 4 Minuten 56, 28. Und da geben wir jetzt nochmal Gas auf den Kocher. So, dann gucken wir noch mal rein, dann können wir das nämlich ausmachen, da das Wasser kocht. Das heißt, 5 Minuten 26. Das Ganze werten wir dann noch aus. Beziehungsweise werden dann ein Fazit erarbeiten und Gedanken machen über Gas versus Strom. Also ich kann sagen, ich bin jetzt damit zufrieden mit dem Ergebnis. Beides ist gekocht. Das eine ist ohne Strom, das andere ist mit Gas. Und letztendlich, ja, wir gucken, dass wir so autark wie möglich arbeiten. Das heißt, dann mit dem Gas arbeiten. So, dann packen wir es mal drüben auf die Platte. Wasserkocher hier rüber. Heißen Topf hier drauf. So. Teebeutel rein, glücklich sein. Das heißt, auch da, wenn man den Topf jetzt nicht unbedingt braucht, können wir dann da drin in den Tee machen. Ansonsten habe ich ja hier meinen super duper Behälter. Ganz normaler Behälter für Flüssigkeiten oder ähnliches.
Wie gesagt, kurz nochmal zum Campinggaskocher. Dann gucken, dass er auch ordentlich zu ist. Ansonsten hier den Regler öffnen. Dann hört man es zischen. Und dann zünden. Und dann ist die Flamme schon da. Also, mit dem Gaskocher liegen wir bei 5 Minuten 26 und mit dem Wasserkocher liegen wir bei 4 Minuten 56. Also grobe Kelle oder ganz genau eine halbe Minute Unterschied. Ich würde sagen, das kann man auf jeden Fall dann, ja, beides gegeneinander überstellen. Ja, ich würde sagen, dann Gaskocher zum Wasserkocher. Ja, das eine mit Strom, das andere mit Gas. Das eine stromabhängig, bei dem anderen macht man Gas. Letztendlich muss man selber entscheiden, was benötige ich im Wohnmobil oder ähnlich. Und die Komponente mit Gas ist natürlich jetzt angenehmer für uns, weil wir so autark wie möglich dann stehen möchten. Hallo! So, heute nehmen wir das Kochset in Betrieb, das MH500 von Decathlon. Und zwar Inox Edelstahl mit Antihaftbeschichtung. Für 4 Personen insgesamt haben wir hier dann 3,5 Liter. Alles andere in der Beschreibung. Und joa, vor der ersten Betriebnahme würde ich das gerne einfach dann nochmal mit Wasser schön aufkochen. Und dann würden wir eine Carbonara-Soße machen, beziehungsweise gibt es dann heute Spaghetti Carbonara. Das heißt, Topf und Pfanne werden wir dann jetzt einmal mit Wasser füllen und einmal richtig gut aufkochen. Das Ganze dann auch abspülen, genauso wie mit den Plastiksachen, die werden wir dann halt mit dem Wasserkocher dann bearbeiten, also mit dem heißen Wasser dann einmal richtig auskochen. Und ja, dann gucken wir mal, was die beiden, beziehungsweise in der Summe alle Sachen können, aber heute dann halt Augenmerk dann halt auf die Pfanne und auf den Topf, ob man in der Pfanne auch gut braten kann und Co. Dann würde ich sagen, starten wir einfach. Woo! So, was kriegen wir denn alles? Und zwar haben wir einmal die Pfanne. Hier ist halt wichtig, hier ist so ein Verschluss, den nach vorne schieben, damit die Pfanne dann auch gesichert ist. Das heißt, das ist dieser klassische Schließbügel. Die Pfanne hat 900 Milliliter. Die füllen wir jetzt auch eben schnell einmal mit Wasser. Dann gucken wir die einmal auf. So ist es dann für mich rein und sauber. So, dann haben wir 4 Teller. Dann einmal die Halterplatte für das Besteck und Co. Und dann 4 Tassen oder Becher, kann man sich ja, kann man benennen, wie man möchte. Messer, Gabel, Löffel und das Ganze auch nochmal vierfach. Der Topf hat 2,6 Liter. Hier unten muss man erstmal dann den Klebchen abmachen. Und ja, ist drin auch gekennzeichnet. Sieht man jetzt so nicht mit bis 2,5 Liter. Aber in der Summe könnte man 2,6 reinmachen, dann wäre es aber randvoll. So. Das Ganze packen wir jetzt auch noch drauf, machen schon mal volle Power. Später werden wir auf Gas kochen, auch nicht das Problem. Und dann, ja, spulen wir gleich vor, machen wir eben nochmal Wasser. So, Wasser aufgesetzt, hinten haben wir schon alles vorbereitet.
Zack, und da haben wir das Equipment für die Carbonara. Das werden wir auch gleich verarbeiten. Zwiebeln und Co. sind bei uns extra. Ich weiß, das Carbonara-Rezept ist ein bisschen anders. Da sage ich ganz klar, das kann jeder so kochen, wie er möchte. Hauptsache, es schmeckt. Deckel drauf gemacht, wie ihr seht, der passt auch auf beide drauf. Lassen wir mal schön weiter kochen. So, die Zwiebeln noch. Wasser kocht richtig gut auf. Deckel sitzt gut drauf. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das Ganze jetzt einmal sauber und trocknen es ab dann. Und dann starten wir mit den Zwiebeln. So, jetzt dürfen wir die Zwiebel anschmoren. Haben wir ein bisschen Öl reingemacht. Und jetzt die Zwiebeln. Das Ganze gleich mit ein bisschen, keine Ahnung, wie man es richtig nennt, Worcestersoße, Boostersoße, da gibt es verschiedene Begriffe. Die Pfanne liegt schon gerade auf dem Zerranfeld, hat sich irgendwie so selbst nach großer Hitze, volle Pulle, die Pfanne liegt ordentlich auf dem Zerranfeld, hat sich nicht verzogen oder ähnliches. Das ist doch perfekto. So, kurz einmal reingehauen, ein paar Datensätze bzw. nur kurz eben einmal angesprochen. Und zwar das ganze Set mit Tellern und Co. und Löffeln wiegt in der Summe 1645 Gramm. Wäre dann auch für 4 Personen geeignet. Und wir gucken mal, bei den Nudeln dürfte eigentlich dann auch ja, ordentlich was reingehen. Aber ordentlich was reingehen, wir gucken mal effektiv, wie viel Gramm es dann in den Topf schaffen. Jetzt sozusagen 500 Gramm gemischte Pasta und da gießen wir jetzt Wasser drauf. Heißt, hier würden locker 600, 700 Gramm Nudeln reinpassen.
die Pfanne hat echt gute Hitze. Also selbst die Zwiebeln. Und hier seht ihr schon, da kocht schon das Wasser auf. Das funktioniert also auch. Super. So, somit habt ihr gesehen, der Deckel funktioniert auch. So, dann machen wir noch die Eier fertig. Das heißt das Eigelb, was dann zum Schluss dazu kommt. In der Zeit kann der Speck mit dem Creme Fraiche, also wir haben statt Sahne haben wir Creme Fraiche genommen. Wie gesagt, da muss jeder selber wissen, wie er kocht, was er kocht. Hauptsache es schmeckt. So, den Schinken drauf. Das Eigelb rein. So, Eigelb drinne, dann lassen wir das Ganze schön ziehen. Zack. Und dann haben wir eine schöne Pasta Carbonara. Dann heißt das Ganze Bon Appetit. Schaut, ich würde sagen, das ist gelungen. Ob es schmeckt, werden wir gleich rausfinden. Fazit aus der ganzen Sache, ein Mann, der kochen kann. Und ja, man muss selber wissen, möchte ich Plastik, möchte ich kein Plastik, will ich lieber Porzellan, das darf jeder selber entscheiden. Und da ist es ganz klar, loslassen nicht die Erholung. Und du bist, was du isst. So, alles schön sauber gemacht, Topf und Co. wieder ins Reine gebracht. Und ich muss ehrlich sagen, vollkommen zufrieden von der Größe her. Der Kurz hat sich auch nicht beschwert, der fand es auch sehr lecker. Der hat ja im Hintergrund ein bisschen mitgeholfen. Und das Ganze begleitet er ja auch automatisch mit. Und bei solchen Sachen merke ich dann halt auch, dass er da Lust drauf hat. Denn wir haben uns ja hier schon auch über Monate, Wochen reduziert. Und ich kann mich über das Plastikbesteck und ähnliches nicht beschweren. Letztendlich muss man gucken, die Kilozahl entscheidet und aus dem Becher trinken, ob Glas oder Plastik, das darf jeder selber entscheiden. Uns stört es nicht. Ja, und somit sage ich ganz klar, ciao, bis zum nächsten Video. Wupp.